Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, in unserem Gottesdienst heute am Vorabend des Allerheiligentages kommen im Grunde zwei Festanliegen und zwei Stimmungen zusammen, die recht unterschiedlich sind. Auf der einen Seite feiern wir das fröhliche Allerheiligenfest. Wir freuen uns zusammen mit allen, die das Ziel des christlichen Lebens bei Gott erreicht haben. Und zum anderen sind wir auch bei all denen, die trauern um einen Menschen, insbesondere bei all denen, die im nun zu Ende gehenden Jahr einen lieben Menschen verloren haben. Ich möchte alle Angehörigen von Verstorbenen, die vielleicht noch mitten in der Zeit der Trauer sind, ganz herzlich willkommen heißen. Aber diese beiden Anliegen, das frohe Allerheiligenfest und das Denken an die Verstorbenen, bilden für uns eben keinen Widerspruch, sondern sie kommen darin zusammen, dass wir davon überzeugt sind und die Hoffnung haben, dass wir für all unsere Verstorbenen eine starke österliche Hoffnung haben dürfen, dass sie alle eingeladen sind zum großen Fest des Lebens bei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wer sind denn nun die Heiligen, von denen wir an aller Heiligen reden? Sind es die bekannten großen Heiligen? Unser heiliger Kirchenpatron, der heilige Josef oder die heilige Gottesmutter Maria oder der heilige Antonius von Padua, der da hinten an der Ostseite der Kirche eine Statue hat, oder die heiligen Apostel, die an den Kapitälen der Säulen dargestellt sind. Ja, natürlich, die sind auch gemeint heute mit aller Heiligen, aber vielleicht nicht in erster Linie, denn die haben ja ihre eigenen Feste quer durchs Jahr verteilt. Für die bräuchten wir nicht noch einen extra Tag aller Heiligen. Oder sind vielleicht eher die gemeint, die wir nicht mit Namen kennen, aber die genauso überzeugend und genauso entschieden ihren christlichen Glauben gelebt haben wie die großen Heiligen, die zwar nicht heilig gesprochen sind von der Kirche, aber von denen wir ganz bestimmt annehmen dürfen,
dass sie doch auch bei Gott in seiner Herrlichkeit sind? Ja, da sind wir schon besser auf der Spur. Die sind schon eher auch mit gemeint an diesem Tag, wenn wir alle Heiligen feiern. Aber wir müssen es noch mehr ausweiten. Wir müssen nicht nur an die denken, die vor uns gelebt haben und vielleicht ein überzeugendes christliches Leben geführt haben. Nein, an aller Heiligen, da dürfen wir an uns alle denken, auch an die Lebenden. Wenn Paulus eine christliche Gemeinde angesprochen hat, dann schreibt er an die Heiligen Gottes in Korinth oder in Rom oder wo immer er seine Briefe eben hingeschrieben hat. Das geht uns heute nicht mehr so leicht von den Lippen. Und ich denke, viele von uns tun sich vielleicht heute besonders schwer, wenn wir im Glaubensbekenntnis von der heiligen Kirche, von der heiligen katholischen Kirche sprechen. Da gibt es doch so manches, nicht nur in der fernen Geschichte der Kirche, sondern auch in unserer nahen Gegenwart, was ganz und gar nicht heilig und vorbildlich ist. Da gibt es doch auch schweres Versagen, Skandale und Verbrechen. Wie kann man da in irgendeiner Weise von der heiligen Gemeinde und von der heiligen Kirche sprechen? Ja, wenn wir das in einer triumphalen Geste tun würden, wenn wir von der heiligen Kirche sprechen würden, in dem Sinne, wie toll und großartig wir sind, wie sehr wir alles richtig und gut machen, da kämen wir nicht weit. Da müssten wir schnell einsehen, dass wir uns da sehr verrannt haben. Da müssten wir in der Tat einsehen, dass es mit dieser Vorbildlichkeit und Großartigkeit nicht weit her ist. Aber wenn wir nun heute im Evangelium die Seligpreisungen Jesu gehört haben, dann entdecken wir ja, dass auch Jesus, wenn er die, die ihm nachfolgen, selig nennt, das nicht in einer triumphalen Geste tut. Er sagt nicht, ihr seid selig, weil bei euch alles in Ordnung ist. Ihr seid selig, weil ihr großartig dasteht und weil ihr alles richtig gemacht habt. Nein, er sieht die Leute, die da vor ihm stehen und um ihn herum stehen. Er sieht, wie sie sind, oft recht armselig. Ein trauriger Haufen, manchmal armselig, auf der Suche nach Gerechtigkeit, oft auch von anderen geschmäht und verfolgt. Ganz und gar nicht Leute, die großartig dastehen in der Welt, nennt er hier selig, sondern genau die, von denen die meisten damals wohl gesagt hätten, das sind armselige, bedauernswerte Menschen. Selig sind sie, weil sie zu Jesus gehören, weil sie ihm zuhören, weil sie von ihm lernen wollen, weil sie seinen Weg gehen wollen in allen Schwierigkeiten ihres Lebens. Und genau in dem Sinne und nur in dem Sinne können wir auch von der heiligen Kirche, von der heiligen Gemeinde sprechen. In dem Sinne, dass sie zu Jesus gehören will, dass sie auf seinem Weg sein will, dass sie in aller Armseligkeit ihres Daseins ihm entgegengehen will und von ihm immer wieder neu lernen will. Wenn wir von der heiligen Kirche sprechen, gerade heute an aller Heiligen, dann ist das nicht ein Selbstlob von Kirche, wo wir sagen würden, wie großartig wir dastehen. Ganz im Gegenteil, wir sagen damit, Gott allein ist der Heilige. Nur von Jesus Christus können wir lernen, was Heiligkeit bedeutet. Und nur wenn wir uns aufmachen, von ihm zu lernen und auf ihn zuzugehen, nur wenn wir wie er arm, bescheiden, auf der Suche sind, barmherzig sind, Frieden stiften,
und Verfolgung auf uns nehmen. Nur dann können wir allen Ernstes sagen, wir gehören zu ihm, zum Heiligen Gottes. Wir sind auf seinem Weg und nichts kann uns von ihm trennen. Liebe Schwestern und Brüder, so reden wir dann auch von unseren Verstorbenen. Wir wollen sie nicht einfach menschlich gesehen in den Himmel heben, als ob sie keine Fehler gemacht hätten, als ob alles in ihrem Leben großartig gewesen wäre. Nein, jeder von ihnen, der vielleicht um einen Verstorbenen trauert, weiß ganz bestimmt auch um die Fehler und Schwächen dieser Menschen, um das, wo sie vielleicht mit manchem gerungen haben, wo sie mit manchem nicht fertig geworden sind, wo sie unterwegs waren, wo manches in ihrem Leben halb und unfertig geblieben ist. Und trotzdem sagen wir bekennen uns dazu, dass sie unterwegs sind zu Jesus Christus, dass sie in ihrem Leben unterwegs waren zu ihm und dass letztlich nichts sie von ihm trennen kann. Wir bekennen uns dazu, dass wir ihnen die Seligpreisung Jesu weitersagen wollen, dass sie zu der heiligen Gemeinschaft der von Jesus Christus Angesprochenen und Geretteten gehören. Wir bekennen uns dazu, dass nichts sie von seiner Liebe trennen kann. Liebe Schwestern und Brüder, unsere Rede von Seligkeit, von Heiligkeit, nein, sie darf nie ein triumphales Selbstlos werden, sondern sie hat immer mit diesem Trotzdem zu tun, trotz aller unserer menschlichen Schwächen, trotz all unserem Versagen, trotz allem, was halb und unfertig bleibt in unserer Welt. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann kann nichts uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann sind wir Teil seiner heiligen Gemeinde. Wenn wir auf ihn schauen und von ihm lernen, dann sind auch wir selig zu preisen. Amen.